Ja, also von meiner Seite aus schön, dass ihr wieder alle da seid. Es treffen ja noch der eine oder andere ein. Jetzt nähern wir uns so den 100 Teilnehmern so langsam. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, nicht viel Neues hinzuzufügen, außer dass ich mich freue, dass wir jetzt wieder online die nächste Veranstaltung machen können. Diesmal gehostet von der WPS selber. Dadurch haben wir die Möglichkeit, dass der Referent quasi auch gleichzeitig der Host ist. Ist jetzt gar nicht der Nachteil. Wir wollen das heute auch aufzeichnen. Es gab ja die ein oder andere Nachfrage. Ja, mal gucken, wie das jetzt alles so klappt. Und ja, ich kann auch wieder ein paar Lizenzen für IntelliJ anbieten und würde damit eigentlich auch schon jetzt an den Henning bzw. an Guido übergeben, dass ihr jetzt anfangen könnt. Okay, ja, dann sage ich auch herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seht jetzt meine Folien hier. Hier sollte die Titelfolie sein. Seht ihr das? Dann nickt mal. Super. Und dann ja, willkommen hier zur abendlichen Kinovorstellung. Heute mit deutschem Originalton. I hope there's nobody in the call who does not understand German. Now would be the time to say something. Ja, leider wird es im Puschenkino stattfinden. Netflix Edition gibt es im Moment in diesen Corona-Zeiten. Deswegen, tja, müssen wir hier über die internationalen Zeichen reden. Ich freue mich, wenn ihr irgendwie sowas macht, wenn ihr mich nicht hört, damit ich weiß, ich muss so anhalten und nochmal von vorne anfangen. Ihr wisst, so ist das. Man kann sich immer nicht hundertprozentig aufs Netz verlassen. Und zur anderen Seite irgendwie, wenn ihr die Hand hebt oder in die Kamera macht oder das Handhebe-Feature von Zoom nutzt, das findet ihr, wenn ihr es etwas versteckt, wenn ihr auf den Teilnehmerknopf unten drückt. Hier, Nico erhebt gerade die Hand. Dann sehe ich das. Nico, möchtest du was sagen? Nein, danke. War nur ein Spaß. Nur Test. Okay, sehr schön. Super, der Test funktioniert. Simon, du bist auch da. Genau, Simon, willst du auch was sagen? Sag guten Abend. Ah, Tonspur. Okay, ja, Remote-Etikette brauchen wir auch. Vor allem das Wichtige steht hier nicht draußen. Typischerweise Mikro aus, Video an. Wenn ihr mögt, gerne. Schaltet euer Video an. Es ist nämlich blöd, wenn man hier sitzt und ins Nichts spricht und freut sich über Feedback, was man sehen kann, wenn die Leute, wenn ihr mit den Augen rollt, wenn ihr woanders hinguckt, dann freue ich mich, das zu sehen. Schneller reden. Okay, und genau, echter Name ist auch gut, also Real Name im Sinne von, das ist der Name, mit dem ihr angesprochen werden wollt, insbesondere wenn ihr was weiter beitragen wollte. Wir werden sehen, nachher machen wir auch ein bisschen interaktiven Teil. Genau, hier mit am Anfang aufstehen, darüber müssen wir nicht reden. Aber hier wichtig ist dieser Punkt. Recording Uwe hat schon gesagt, wir nehmen das aus für Leute, die nicht heute Abend an dem Meetup teilnehmen können. Wie gesagt, wir machen einen interaktiven Teil. Wenn ihr dann hinterher nicht in dem Recording auftauchen wollt, aber daran teilnehmt, dann sagt das bitte, dann schneiden wir das da an der Stelle raus. Und Guido, du willst vielleicht noch was sagen, weil also es ist gewissermaßen eine Kooperation, nicht nur das Video, sondern Guido, der eine Vorlesung hält an der Uni Hamburg, du brauchst es auch als Vorlesung. Genau, willst du vielleicht was dazu sagen? Ja, hallo Henning, danke. Ja, mein Name ist Guido, ich bin sozusagen zwei Öltanks. So im Hauptberuf arbeite ich für die WPS und im Nebenberuf als Hobby bin ich Lehrbeauftragter an der Uni Hamburg für die Lehrveranstaltung Softwaretechnik. Und im Rahmen dieser Lehrveranstaltung gibt es auch eine Vorlesung, die sich mit Anforderungsermittlungen beschäftigt. Und ich hätte eigentlich vor, Henning da zu bitten, etwas über Brain Storytelling zu erzählen. Aber so ergibt sich das halt in Corona-Zeiten. Wir nehmen jetzt dieses Meetup auf und schlagen damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal haben wir dieses wunderbare Meetup und ich kann die Aufzeichnung dazu verwenden, um sie den Studierenden zur Verfügung zu stellen. Einen schönen Abend. Okay, super.
Ja, danke Guido. Ich werde euch jetzt einmal, wenn ich meinen Mauszeiger wieder sehe, alle stumm schalten, damit wir keinen sonstigen Ton haben. Wenn ihr Fragen habt oder was sagen wollt zwischendurch, meldet euch aber gerne. Das ist schon eben auch interaktiv gemeint hier heute. Okay, und das Thema ist Domain Storytelling. Insofern geht es um Geschichten erzählen und ich will euch auch gerne zum Warmwerden eine kleine Geschichte erzählen. Und genau, zum Geschichten erzählen ist immer gut, wenn man irgendwie ein Lagerfeuer hat, in das man sitzen kann. Und davon handelt unsere Geschichte auch. Stellt euch vor, wie es vor langer Zeit war, in der Steinzeit, als eine Gruppe von Höhlenmenschen um ihr Lagerfeuer sitzt im Winter. Es ist draußen kalt, der Wind heult. Und es ist eben auch langweilig, in der Höhle zu sitzen. Deswegen ist es gut, als einer der Krieger aufsteht und sagt, ach ja, wie war es im Sommer, als wir den mächtigen Bison gejagt haben, von dessen Fleisch wir uns heute ernähren. Und dann erzählt er, wie die Krieger des Stammes ausgezogen sind und auf der Fährte waren und schließlich den Bison gefunden haben und ihn dann gejagt und getötet haben. Tja, und die Leute starren noch ganz gebannt auf diesen Krieger, der das erzählt. Und dann hören sie ein Kratzen, drehen den Kopf an die Wand, an die Seite und sehen, wie ein anderes Stammesmitglied an der Höhlenwand steht und da was hingemalt hat, nämlich die Geschichte, die sie eben gehört haben, von der Jagd auf den Bison an die Wand gemalt hat. Ja. Da kann man heute noch sehen, hier in der Höhle von Altamira, eines der ältesten Kunstwerke an die Wand gemalt, ein Bison und die Jagd darauf. Und genau darum geht es uns in Domain Storytelling auch. Wir wollen auch ein Feuer anzünden, ein Lagerfeuer anzünden, an dem wir uns versammeln. Wir wollen eine Geschichte erzählen und wir wollen ein Bild malen. Spark a fire, tell a story, paint a picture. Das gilt für uns auch. Nur sind wir heute etwas anders unterwegs. Das Lagerfeuer, um das wir uns versammeln, das ist heute typischerweise irgendwie ein Whiteboard. Und ja, die Geschichte, die wird nicht mehr von einem Krieger erzählt, sondern die wird typischerweise von einem Fachexperten erzählt, von einem Domain-Expert. Und das Bild, was wir malen, das wird nicht an die Höhlenwand gemalt, sondern das wird typischerweise an so eine Meta-Planwand oder an ein Whiteboard gemalt. Ja, ihr könnt hier sehen, mein Kollegen Stefan Hofer, der Domain Storytelling hier am Whiteboard macht. Den hätte ich eigentlich gerne mitgebracht, weil es noch mehr Spaß macht, wenn man so einen Vortrag zu zweit hält. Leider hat er heute Abend keine Zeit, deswegen müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Und wer bin ich? Drei Worte vorab zu mir. Mein Name ist Henning Schwendner. Meine Gender Pronouns sind he, him. Und auch sonst füge ich hier nichts zur Diversität hinzu. Man kann mich im Netz finden, auf sämtlichen sozialen Netzen, die es so gibt, unter dem Kürzel @hschwendner. Und mein Hintergrund ist der, dass ich vor 100 Jahren mal Informatik studiert habe an der Uni Hamburg, dass ich 40 Jahre alt bin, gutes Essen mag, gutes Yoga, guten Fußball, was wir ja wissen, nicht so leicht ist, wenn man in Hamburg lebt. Und außerdem bin ich stolzer Vater. Aber klar, hier bin ich nicht, um über mein Privatleben zu reden, sondern über die Arbeit und wie sieht es bei der Arbeit aus. Bei der Arbeit, da bin ich Coder, Coach und Consultant. Also Coder, Coach, Consultant. Wenn ich Glück habe, dann darf ich an die Tastatur hier links, aber ihr wisst alle, die Tagessätze werden höher, wenn man in die andere Richtung geht. Und deswegen muss ich heute meine Zeit meistens auf der Seite hier verbringen, so wie jetzt. Ich stehe vor Leuten und erzähle ihnen, wie es richtig geht mit Softwarearchitektur. Oder wie ich glaube, dass es richtig geht mit Softwarearchitektur. Und dabei bin ich polyglott unterwegs in allen möglichen Programmiersprachen, die mir da so unterkommen. Ja, ich arbeite in Hamburg für eine Firma, die heißt Workplace Solutions oder kurz WPS, Whisky Papa Sierra. Whisky Papa Sierra und wir sind so ein Haufen von 120 Leuten, Architekten, Entwickler, Berater. Wir sind die mit dem Touchtisch, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, und wo es uns um Geschichten erzählen geht, ich möchte
zum Warmwerden noch eine weitere Geschichte erzählen. Diesmal nicht eine Geschichte aus der Steinzeit, sondern eine Geschichte aus unserer Zeit von einer Domäne, damit wir dann mal beispielhaft sehen können, was das Ganze für uns eigentlich bedeutet. Und die Geschichte geht so, wir haben Bob. Bob ist Opfer von Dieselgate geworden und wünscht sich deswegen ein neues Auto, ein neues elektrisches Auto, wie man es hier sehen kann. Man möchte seinen alten Dieselstinker loswerden. Bob hat allerdings ein Problem, er hat kein Geld in der Tasche. Jetzt geht er trotzdem zum Autohändler seines Vertrauens und sagt so, fragt sich, kriege ich ein Auto dafür? Und denkt natürlich als erstes, keine Chance. So, er geht trotzdem zu dem Autohändler und wie ein Autohändler so ist, der ist findig und der sagt, gar kein Problem, du musst das Auto nicht kaufen, wir kaufen das Auto für dich und dann vermieten wir dir das für eine monatliche Rate. Das nennen wir Leasing. Das heißt also, wir haben nicht nur auf der einen Seite unseren Autohersteller und auf der anderen Seite unseren Bob, der das Auto haben will, sondern wir haben in der Mitte jetzt noch die Leasinggesellschaft. Die Leasinggesellschaft kauft von dem Autohersteller das Auto und dann vermietet sie es dem eigentlichen Endkunden für eine monatliche Rate. Okay, das ist also Leasing. Erstmal so erzählt, was ist jetzt, wie sieht es jetzt aus, wenn wir das als Domain-Story aufmalen? Wir wollen ja Domain-Storytelling machen und wir wollen die Geschichte nicht nur erzählen, sondern wollen die Geschichte auch aufmalen. Wie sieht das dann aus? Wir haben dann hier den Kunden, der wünscht sich ein Auto von unserem Verkäufer. Und der Verkäufer, der kalkuliert dann die monatliche Rate, hier auf Englisch Installment, für den Vertrag. Und dann, wenn dem Kunden das gefällt, dann unterschreibt er den Vertrag und gibt ihn zurück an den Verkäufer. So, der Verkäufer, der gibt dann den Vertrag weiter an einen sogenannten Risikomanager. Und der Risikomanager, der macht dann die sogenannte Risikoprüfung, der prüft nämlich einmal die Bonität, Englisch Credit Rating, von unserem Kunden und außerdem kalkuliert er den Wiederverkaufswert, den Resale Value. Und was er dann macht, ist Folgendes, er votiert den Vertrag. Votieren heißt, eine Entscheidung treffen, ja, wir machen den Vertrag oder nein, wir machen den Vertrag nicht. Und schließlich gibt der Verkäufer den Vertrag, das Auto behandelt, händigt das Autohaus an unseren Kunden. Okay, ich lese hier gerade nebenbei im Chat, das Bild wird überlagert und baut sich unvorstellig auf. Schattenbilder, Präsentation sehr verpixelt. Ist das bei allen so? Bei mir auch. Das tut mir sehr leid, denn die Präsentation, die ist ja auch wichtig. Ich probiere mal etwas. Ich habe jetzt eben den ganzen Bildschirm freigegeben und ich probiere jetzt mal nur ein einzelnes Fenster freizugeben. Sieht das jetzt anders oder besser aus? Schalt mal eine Folie jetzt zurück, dann können wir gucken, weil das ist immer nur im Wechsel gewesen. Sieht besser aus. Du bist bei mir. Sieht besser aus, ja. Das ist schön. Gut. Meine ganzen wertvollen handgezeichneten Folien und dann gehen sie so vor die Hunde. Das tut mir leid. Ich hoffe, ab jetzt wird es besser. Okay. Also, ich mache die Story nochmal im Schnelldurchlauf. Die ist ja wichtig. Also, wir haben den Kunden. Er wünscht sich ein Auto vom Verkäufer. Verkäufer berechnet Rate. Kunde unterschreibt den Vertrag, Vertrag wird weitergegeben an den Risikomanager, der Risikomanager prüft Bonität und berechnet Wiederverkaufswert, votiert schließlich den Vertrag und das Auto wird dann ausgehändigt an unseren Kunden. Das, was wir hier sehen, das ist eine Domain Story.
Ich habe vorhin gesagt, die gleiche Idee wie schon beim Urmenschen. Wir wollen die Geschichte nicht nur erzählen, wir wollen die Geschichte auch aufmalen. Ja, erst das Ganze nochmal auf Deutsch. Wir wollen die Geschichte auch aufmalen. Das ist die Idee von Domain Storytelling. Was ist Domain Storytelling jetzt? Domain Storytelling gehört zu einer Familie von Methoden aus dem Bereich Collaborative Modeling. Collaborative Modeling, die Idee ist, dass wir gemeinsam modellieren. Gemeinsam heißt auf der einen Seite wir Entwickler und auf der anderen Seite die Fachexperten. Also wir wollen möglichst direkte Kommunikation von Technik auf der einen Seite und fachlich auf der anderen Seite. Und wir wollen unser Domänenmodell gemeinsam aufbauen und uns daraus ableiten, auch am Ende, wie wir das im Code implementieren. Na, wenn wir im Bereich der Idee gucken, Domain-Driven Design, dann nennt sich das auch Knowledge Crunching. Die Idee ist, wir wollen auf dem Fachwissen herumkauen, wir wollen die Essenz daraus kauen, bis du in der Saft rauskommst. Das Wesentliche. Genau. Gibt eigene Konferenzen zum Thema, springe ich jetzt mal drüber hinweg. Es gibt verschiedene Methoden in diesem Bereich, Collaborative Modeling. Eine andere, von der ihr vielleicht schon gehört habt, ist Event Storming, das ist das mit den Klebezetteln. Wir sprechen heute über Domain Storytelling, das ist das mit den Männchen. Und wie läuft Domain Storytelling ab? Wie kann es funktionieren? Naja, wir brauchen die richtigen Leute. Das ist ganz wichtig. Nur wenn wir die richtigen Leute haben, kann das Ganze funktionieren. Die richtigen Leute, wer ist das? Wenn man Chuck Norris kriegen kann, der ist natürlich immer der richtige Leute. Wenn man ihn nicht kriegen kann, dann sind die richtigen Leute eben Leute mit echtem Fachwissen. Also idealerweise jemand aus dem Fachbereich, echte Anwender, echte Fachexperten. Und auf der anderen Seite eben auch Entwickler, weil die wissen was und die sollen was lernen. Das bringen wir zusammen. Okay. Und wir lassen uns von diesen Fachexperten, von diesen Domain Experts, wie wir auf Englisch sagen, ihre Geschichte erzählen. Das, was in der Fachlichkeit los ist. Idealerweise keine Märchen, wie wir hier sehen, sondern die Wahrheit. Das wollen wir gerne wissen, was wirklich los ist in der Fachlichkeit. Ja, und weil es leider sehr leicht ist, sich misszuverstehen, gerade zwischen Fachbereich und Entwicklung, wiederholen wir das. Also hören wir aktiv zu. Das heißt also, wir hören uns an, was unsere Anwender sagen, unsere Fachexperten sagen. Ja, the salesperson passes on the contract to the risk manager. Und genau diese Sätze, die uns gesagt werden, die malen wir dann auf. Der Verkäufer gibt weiter den Vertrag an den Risikomanager. Also wir nehmen nur die Sätze und malen die auf. Und wenn wir sie aufgemalt haben, dann können wir sie dann unseren Anwendern zeigen und sagen, das ist das, was ich verstanden habe. Habe ich das richtig verstanden? Und unsere Anwender können dann sagen, ja, du hast es richtig verstanden oder nein, hier müssen wir noch ein bisschen anders. Das machen das Ganze. Genau, zum Beispiel können die uns sagen, hier, hands over, hast du jetzt aufgemalt, aber ich habe eben eigentlich, wenn ihr genau hingeguckt habt, sage ich nicht hands over, sondern passes over. Okay, passes on. Und dann passen wir unsere Domain Story an. Und wir wollen hier möglichst nah an der Sprache unserer Anwender bereit. Wir wollen die Fachsprache drin haben in unseren Domain Stories. Die richtige, echte Sprache. So, das ist am Ende nichts anderes als aktives Zuhören. Aktives Zuhören heißt, ich wiederhole das, was ich verstanden habe, um meinem Gegenüber zu spiegeln, was ich verstanden habe. Damit das Gegenüber dann korrigieren kann. Oder auch nicht, idealerweise. Aktives Zuhören kann man durch Paraphrasieren machen, indem man einfach das, was man verstanden hat, nochmal wiederholt und sagt. Man kann es aber auch eben durch Aufmalen von Bildern machen. Das ist das, was wir hier tun. Und wir machen das ganz bewusst mit konkreten Geschichten,
und nicht mit abstrakten Prozessen. Warum das? Weil Domain Storytelling ein Kommunikationsmodell ist von Techniker zu Fachbereich. Und der Fachbereich, der ist nicht unbedingt gewohnt, hier abstrakte Prozesse und abstrakte Prozessdiagramme sich anzuschauen. Was aber jeder gewohnt ist, ist Geschichten zu erzählen, Geschichten zu hören. Das ist das, was im Menschen drinsteckt, haben wir gesehen, schon der Urmensch hat sowas gemacht. Na, Geschichten erzählen liegt Menschen. Wir wollen hier ein Kommunikationsmittel haben, das möglichst einfach zu verstehen ist für unseren Fachbereich. Dessen Wissen wollen wir damit abgreifen, absaugen. Okay. Ja, und während wir also uns das anhören, malen wir die Sätze auf und ihr seht hier, wir malen nicht nur einen Satz auf, sondern mehrere und wir bringen die zeitliche Dimension rein hier mit diesen Zahlen. Sequenznummer nennt man das. Und tja, wenn man sich anguckt, was haben wir so an Technik verfügbar, sieht man, es ist eigentlich ganz einfach, also bewusst ganz einfach gemacht. Wir haben eine Bildersprache, die eigentlich nur zwei Arten von Icons hat und eine Art von Pfeil. Die beiden Arten von Icons sind einmal der Akteur und zum anderen das Work Object. Und die eine Art von Pfeil sehen wir hier, das ist die Activity, die Aktivität. Ja, und dann habe ich eben schon gezeigt, die Sequenznummern, die nehmen wir, um die Zeit reinzukriegen. Also eine denkbar einfache Notation. Innerhalb von Sekunden erklärt, muss man typischerweise gar nicht erklären, sondern versteht man einfach, während man sich das anguckt. Wenn wir in unser Beispiel reingucken, was ist ein Akteur, den wir da haben? Das ist zum Beispiel unser Risikomanager. Was ist ein Work Object, ein Arbeitsgegenstand, den wir haben? Das ist unser Vertrag, unser Contract. Was ist eine Aktivität? Votiert ist eine Aktivität. Wenn man über Sprache nachdenkt, die Icons, also Akteure und Work Object, das sind die Substantive, die Hauptwörter. Und die Pfeile, das sind die Verben, die To-Wörter. Also hier ist eher Statik, hier ist eher Dynamik. Beides ist interessant. So, jetzt kann man immer hier so Männchen und Dokumentsymbol nehmen. Man kann das Ganze aber auch variieren, damit es leichter verständlich wird, damit es mehr Spaß macht. Also wir haben hier das Männchen so als Person oder man kann eine Gruppe nehmen oder IT-Systeme treten auch gerne als Akteure auf. Gerne werden eben den Männchen auch mit den Schlips umgebunden oder Hut aufgesetzt, wenn die Hut aufhaben. Oder andere Icons genommen. Und das Gleiche gilt auch für unsere Work Objects. Auch die kann man variieren. Und hier sehen wir Calculate Installment. Das Installment ist hier mit so einem Dollarzeichen dargestellt. Oder Gives Car. Das Car ist hier eben auch als Auto dargestellt. Weil es so ist, dass in vielen Domänen, in denen man so unterwegs ist, als Entwickler, hauptsächlich Dokumente da sind als Work Objects. Es wird manchmal als Variante auch genommen, dass man die unterschiedlichen Medien nimmt, über die etwas kommuniziert wird. Also hier passes on contract, also gibt den Vertrag weiter über das Telefon oder signs contract auf Papier. Dieses Variieren von Icons, das sollte man machen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, um es leichter verständlich zu machen. Wenn man sehr viele Icons einführt, dann wird es irgendwann auch unverständlich. Also da muss man so ein bisschen ein Maß für sich finden. Wenn man immer nur Dokument zeigt, ist es nicht leichter verständlich. Aber wenn man jedem Ding auch wieder ein eigenes Icon gibt, wird es vielleicht auch schwierig. So, wenn man auf diese Bildersprache kommt, auf dieses grafische Vokabular guckt, dann fällt einem auf, dass wir keine Fallunterscheidung da drin haben. Da ist kein if, switch oder or drin. Und das ist bei Design so, das ist gewollt. Warum? Naja, wenn wir uns eine Geschichte angucken, vorhin haben wir gesehen Hänsel und Gretel, da ist auch keine Fallunterscheidung drin. Da heißt es auch nicht, wenn die Sonne scheint, gehen Hänsel und Gretel in den Wald und werden von der Hexe gefangen. Und wenn es regnet, dann bleiben sie zu Hause und es kommt der große böse Wolf. Ja, so funktioniert das nicht. Sondern eine Geschichte wird
stringent von Anfang bis Ende erzählt. Das sind unsere Fachexperten eben gewohnt. Das ist ein Grund, warum wir das machen. Ein anderer Grund ist, wir wollen die einzelne Story nicht überfrachten. Und wenn da viele Fallunterscheidungen drin sind, dann wird das schwer verständlich. Deswegen machen wir keine Fallunterscheidungen rein. Wie bilden wir Fallunterscheidungen ab? Das macht man, indem man mehrere Domain-Stories malt. Man malt nicht nur eine Domain-Story, sondern man erzählt die gleiche Story nochmal anders. Also man guckt hier erstmal typischerweise nach dem 80%-Fall, nach dem Fall, die Sonne scheint, alles geht gut. Der Vertrag wird abgeschlossen von unserem Leasingnehmer und der Risikomanager votiert positiv. Damit fangen wir mal an. Und dann guckt man als nächstes, okay, was passiert, wenn was schief geht zum Beispiel. Was passiert, wenn der Risikomanager sagt, nee, das Risiko ist uns zu groß, weil der Kunde eine schlechte Bonität hat. Was passiert da? Dann macht man also Varianten von der gleichen Story. Um so Schritt für Schritt die ganze Domäne kennenzulernen. Man wird jetzt nicht jede Variante, jede Fallunterscheidung mit einer eigenen Domain-Story machen, sondern man guckt, dass man mit einer Domain-Story anfängt und dann vielleicht eine Handvoll macht, je nachdem, was in der gegebenen Domäne das Richtige ist. Auch je nachdem, was man damit erreichen will. Nochmal zurück zu der Notation. Was euch vielleicht auch aufgefallen ist, daneben, dass wir keine Fallunterscheidung haben, ist, dass die Akteure nur einmal auftauchen, aber die Work-Objects mehrfach. Also der Kunde, den haben wir hier nur einmal, Customer, aber den Contract, den haben wir hier sowohl in Schritt 4 als auch in Schritt 5. Also der Kunde füllt aus den Vertrag und er unterschreibt den Vertrag. Hier ist dasselbe Work-Object zweimal. Warum macht man das mehrfach und die Kunden nur einfach, die Akteure nur einfach? Also zum einen geht es uns genau eben um diese Akteure und ihre Zusammenarbeit. Also Interaktion, Kollaboration kann man gut ausdrücken, weil jetzt so um die Akteure herum die Geschichte entsteht. Und man Interaktionen gut sehen kann. Auf der anderen Seite, wenn man immer wieder dieselben Icons auch für die Work-Objects nehmen würde, dann würden sehr viele Pfeile immer auf das Gleiche zeigen. Das würde unübersichtlich. Außerdem werden wir später sehen, es gibt auch noch andere Gründe, für die es gut ist, dass wir die Work-Objects mehrfach haben. Und wenn wir an so einen Text gucken, da tauchen die Worte ja auch mehrfach auf, dieselben Worte. Das machen wir hier auch. Wenn man so eine Domain-Story modelliert, dann hat sich gezeigt, dass das hier typischerweise ein gutes Setup ist. Also wir schreiben irgendwie oben drüber den Namen der Domain-Story. Wir machen einen großen leeren Platz, wo man gut malen kann. Und rechts lassen wir so ein bisschen Platz einerseits für Annahmen und Vorbedingungen und unten macht man gerne so Anmerkungen und schreibt dann auf die möglichen Varianten, die man sich später noch angucken will. Warum funktioniert das Ganze gut für das Verstehen der Domäne, für das Verstehen von Anforderungen? Hier frei nach Peter Ruschka, so drei gute Beispiele sind besser als eine schlechte Abstraktion. Also wir wollen nicht abstrakter werden als nötig. Wir wollen nicht abstrakter werden als unser Fachbereich. Wir wollen auf einem Abstraktionslevel bleiben, was unsere Anwender verstehen. Deswegen erzählen wir lieber drei konkrete Beispiele. Sonst ist das hier natürlich auch ein bisschen polemisch. Drei gute X sind natürlich immer besser als eine schlechte Y, würde ich mal behaupten. Okay, jetzt habe ich eine ganze Menge gesammelt. Ich habe gesagt, wir wollen aber auch interaktiv werden und damit fangen wir jetzt an. Insofern krempelt euch die Ärmel hoch. Jetzt dürft ihr alle mitmachen. Und ich hoffe, das Bild ist jetzt besser gewesen. Konntet ihr die Folien jetzt sehen? Okay, ich werde jetzt, super. Ich werde jetzt gleich rüber switchen auf den Browser, den werde ich dann auch gleich freigeben. Aber erstmal brauchen wir noch eine Domäne, die wir nehmen können. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in grauer Vorzeit, früher vor Corona, gab es sowas wie Reisen mit Zügen. Und ich habe hier mal einen Fall mitgebracht, so wie kann man mit einem Zug von Hamburg nach Berlin fahren. So was hat man früher gemacht. Nico sagt, gibt es immer noch. Okay, das ist gut zu hören. So, ich bin der Modellierer und ihr seid meine Fachexperten.
Ich switche mal rüber auf ein Werkzeug, mit dem wir jetzt modellieren können. Wenn ich das finde. So, ich hoffe, jetzt seht ihr meinen Chrome. Dann dürft ihr jetzt nicken, genau, super, danke. Und was ich jetzt tun werde, ist, ich schalte bei euch allen hier das Audio ein. Und ja, legt gerne mal los und erzählt mir, wie läuft das, mit der Bahn von Hamburg nach Berlin zu fahren. Ich suche erst mal die Route raus. Okay, du suchst erst mal eine Route raus. Wer bist du? Der Reisende. Okay, der Reisende sucht sich raus eine Route. Okay. Will der Reisende nicht zuerst ein Ziel haben, bevor er die Route aussucht? Okay. Also der Reisende, was macht er mit dem Ziel? Hat er das Ziel oder wählt er das Ziel? Also das Ziel kann er eingeben. Oder angeben, vorschlagen. Ja. Also der Reisende, der gibt an ein Ziel und er sucht eine Route. Und er sucht eine Verbindung. Okay. Und dann? Kauft er sich einen Fahrschein? Also prinzipiell, ihr sollt ja was angezeigt bekommen. Also verschiedene Vorschläge von Routen oder. Okay, ich mach mal einmal das mit dem Fahrschein hier. Marc, du hast gesagt, er soll was angezeigt bekommen, weil du daran denkst, wir wollen ja eine Software bauen und wie soll die hinterher aussehen? Das ist ein guter Punkt und tatsächlich ist es interessant. Es ist oft eine gute Idee, sich den Prozess erstmal klar zu machen, ohne die Software. Eine sogenannte Pure Domain Story zu machen, eine reine Domain Story, erstmal zu gucken, wie sieht die Domäne an sich aus, also erstmal das Problem zu verstehen, bevor wir mit der Lösung anfangen. Das machen wir jetzt auch einmal. Insofern, wie sah es früher aus? Wie ist der Prozess, der reine fachliche Prozess, ohne dass wir die IT da drin haben. Er kauft einen Fahrschein. Ja, genau. Ja. Genau, bei wem? Im Reisebüro. Am Schalter. Also in dem Fall wollen wir ja diese vier Punkte, die wir hier genannt haben, an Schalter übergeben. Also entweder man sagt, hier, ich habe ein Ziel oder ich hätte gern eine Verbindung an den Schalter übergeben. Okay. Gut. Oder bei einer Verkaufsstelle, so um es generisch zu halten. Okay. Moment, ich schreibe mal einmal das auf. Super, eure Anmerkung alle. Kauft einen Fahrschein zu einer Verkaufsstelle oder bei einer Verkaufsstelle oder beim Reisebüro. Das ist ein spannender Punkt. Wir Informatiker eben abstrahieren gerne, deswegen sagen wir dann hier gerne Verkaufsstelle. Und
das wäre genau so eine Sache, die man mit dem Fachbereich diskutieren will. Wollen wir hier Verkaufsstelle sagen? Oder sagt uns der Fachbereich, na, der Verkauf an dem Schalter und am Reisebüro, der ist unterschiedlich. Lass uns mal annehmen, im Reisebüro wäre es anders. Dann schreibt man das typischerweise hier so auf. Kauf im Reisebüro. Okay. So als Metathema. Okay. Dann haben wir also, da hat der Reisende also sich einen Fahrschein zu der Verbindung, die er hier vorher gesucht hat, beim Schalter gekauft. Und dann? Was macht der Reisende dann oder wer macht dann was? Der müssten wir nicht auch umgekehrt, der Reisende erhält den Schein vom Schalter? Ein guter Punkt. Kann man so modellieren, also dass der Reisende sagt, hier gibt einen Kaufauftrag an den Schalter und kriegt dann einen Fahrschein zurück. Auf der Granularitätsebene, auf der wir hier unterwegs sind, würde ich sagen, reicht es uns erstmal aus zu sagen, der Reisende kauft sich einen Fahrschein beim Schalter und hat den jetzt hier hinterher. Dann geht er zum Bahnhof. Ich würde den Fahrschein umbenennen in den Zielwunsch und vielleicht auch noch ein Zeitfenster. Okay. Hier kommt noch ein Zeitfenster dazu. Aber das Zeitfenster gehört doch schon zur Verbindung, meiner Meinung nach. Aha, okay. Also für mich ist eine Verbindung, zu der und der Zeit fahre ich los, dann komme ich an. Und ja, finde ich einen guten Punkt. Okay, dann lasst uns das Zeitfenster mal weglassen. Wir haben ja heute, will ich euch nicht den ganzen Abend wegnehmen. Bleiben wir etwas gröber und sagen, der verkauft einen Fahrschein zu einer Verbindung und ich mache hier eine Notiz dran, inklusive Zeitfenster. Okay, und dann? Begibt sich der Reisende zum Startbahnhof. Okay. Und ist denn noch so eine Zeitkomponente mit dazu zu nehmen, die wartet bis zum Starttag oder zum... Genau, kann man machen. Würde ich hier jetzt nicht unterbringen. Also ich finde es richtig, jetzt zu sagen, hier genau, hier zum Bahnhof. Hey, was geht's um? Was hast du gesagt? Ich komme aus einem Startbahnhof, hast du gesagt, ne? Ja, damit wir das interdifferenzieren können, kommt beim Zielbahnhof an. Vielleicht checkt er vorher auch noch, ob der Zug dann überhaupt pünktlich kommt. Okay. Das ist ein guter Punkt. Würde ich heute aus Detaillierungsgründen weglassen, aus Zeitgründen. Doch überflüssig bei der Bahn. Genau, kommt wir nicht pünktlich. Ich nehme das mal als Variante auf. Und pünktlich. Okay. Was passiert dann? Bezahlt werden muss das Ticket. Aha, Ticket muss bezahlt werden. Passiert das nach dem Startbahnhof? Wenn man impliziert, kauft Fahrschein nicht eine Bezahlung? Ja, gute Frage. Wir haben es schon bezahlt. Müssten wir es nicht eher entwerten? Ja, okay, also genau bevor wir zu entwerten gehen, erstmal ist natürlich richtig, dass wir es auch bezahlen müssen. Da merken wir schon, wir sind auf einem relativ hohen Flugebene unterwegs. Wir machen hier so eine sogenannte grobgranulare Story. Ne? Wir sagen hier, wir kaufen einen Fahrschein.
Prinzip hinter diesem Schritt verbirgt sich natürlich ein riesen eigener Prozess, Zahlung auch drin unterbringen. Okay, jetzt haben wir gesagt, also wenn wir das Bezahlen hier mal subsumieren, geht der Reisende zum Startbahnhof und dann entwertet er seinen Fahrschein. Ist das das Nächste, was er tut? Und macht er das selber? Oder wer macht das? Im Nahverkehr schon. Der Schaffner. Der Schaffner. Im Nahverkehr schon. Und sind wir im Nahverkehr? Nein. Genau. Guter Punkt. Also, da sind wir bei dieser Geschichte nicht so abstrakt, sondern konkret sein. Wir wissen, wir sind nicht im Nahverkehr. Also, wer entwertet das? Der Schaffner. Zugbegleiter. Wie soll er heißen? Schaffner oder Zugbegleiter? Zugbegleiter. Müsste das nicht eher sein, dass der Reisende das Ticket zeigt und der Schaffner das entwertet? Aha. Muss er nicht auch noch einsteigen in den Zug? Ja. Wenn wir nicht im Nahverkehr sind, dann wird es aber nicht entwertet, sondern nur kontrolliert, weil das gilt ja sowieso nur für eine Verbindung. Im Nahverkehr kann ich jede Verbindung. Das heißt also, ich ändere das Entwerten und ich habe verstanden, hier der Reise. Der verstandene Reisende muss vorher noch in den Zug einsteigen. Okay, und das wäre dann also. Und dieses hier wäre Schritt 7 und das wäre Schritt 8. Na, hier sieht man so eine Kollaboration, da passiert zusammen was. Der Reisende zeigt darauf als Akteur und der Schaffner als Akteur zeigt auch darauf. Okay, und dann? Vielleicht ist das hier doch auch eine. Und dann? Was passiert dann? Vielleicht muss er nochmal umgestiegen werden oder. Bitte? Das habe ich nicht verstanden. Wenn das jetzt nicht zu feinteilig ist, muss vielleicht auch noch umgestiegen werden. Aha, umsteigen, sehr schön. Finde ich super. Ich packe es hier als Variante rein, damit wir das nicht vergessen. Ich würde es jetzt hier in die erste Grobgranulare Story jetzt außen vor lassen. Okay, und dann? Der Reisende sitzt an seinem Platz und wartet, bis der Zug ankommt. Okay, und was macht er dann? Steigt er aus am Zielbahnhof. Okay. Gut, dann machen wir hier sowas nochmal. Okay. Und dann? Was dann? Geht zu seinem Ziel. Okay. Haben wir das nicht hiermit erreicht? Ja, da wir ja auch den Schritt haben, dass wir von irgendeinem Punkt zum Startbahnhof gehen, wäre das dann vielleicht, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein geredet. Okay, gut, dann lasse ich das raus. Okay, haben wir es dann? Oder fehlen uns noch entscheidende Schritte, die man noch typischerweise macht bei so einer Bahn? Wenn man jetzt mal die Sitzplatzsuche ausnimmt, müsste es eigentlich... Reservierung vielleicht noch. Okay. Ich nehme den Sitzplatz hier nochmal mit rein.
Such den Besitz. Das ist wahrscheinlich nach dem Einsteigen. Okay, und dann hatten wir eben noch die Reservierung. Wo wäre das? Vermutlich beim Fahrschein kaufen macht man eine Sitzplatzreservierung. Würde ich jetzt auch sagen. Ich würde zusammen mit dem Fahrschein sehen, dass wenn ich Fahrschein habe, dass da mein Sitzplatz mit ist. Meine Reservierung. Okay, dann packe ich hier noch einen Schritt dazu. Kauf Fahrschein, Schritt 1 und reserviert Sitzplatz. Und das macht er auch am Schalter, richtig? Okay, und das wäre dann 5, ja. Okay, und ich hätte noch mal die Frage, man schreibt da schon Start- und Zielbahnhof und nicht Hamburg Hauptbahnhof und Berlin Hauptbahnhof oder sowas in der Art rein, ja? Aha, ja, spannend. Ja. Auf jeden Fall, wir haben ja schon gesagt, beispielhaft konkret bleiben. Man kann da auch Hamburg und Berlin dran schreiben. Startbahnhof, Zielbahnhof fände ich hier jetzt in Ordnung, weil ich vermute, dass man eben als Fachexperte diese Worte auch versteht. Also wichtig ist, dass wir hier Worte haben, die unsere Fachleute auch verstehen. Okay. Kann durchaus ein bisschen besser sein als jetzt wirklich das Konkrete. Aber guter Punkt. Die Worte kommen doch von den Fachexperten, oder nicht? Die Worte kommen von den Fahrexperten, genau. Und ihr habt jetzt Startbahnhof und Zielbahnhof gesagt, deswegen habe ich es hier jetzt reingenommen. Ihr seid jetzt ja meine Fachexperten. Ja. Okay. Gut, haben wir das dann so im Ganzen? Ich könnte mir vorstellen, dass man den Einstieg ein bisschen anders macht, weil ich würde jetzt zum Schalter gehen und dem sagen, wo ich hin möchte. Er sagt mir Routen und also er gibt mir mögliche Routen und ich wähle mir eine Verbindung aus und kaufe mir dann einen Fahrschein. Also das sieht jetzt so, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mir eine Route oder Ziele aussuche. Das würde mir ja so ein bisschen fehlen. Aha, okay, dann Frage an die Kollegen, die hier gesagt haben, sucht Verbindung, sucht Route, wo drin? Also ich muss ja ein Kursbuch oder irgendwas haben oder ich gehe eben an den Schalter. Ne? Also der sagt mir das dann. Okay. Ja, Reiseauskunft, Reisebüro. Ja. Also ich finde das auch verwirrend. Ich würde ja eigentlich zum Schalter gehen, das Ziel nennen und ich erhalte eine mögliche Verbindung. Also mir nennt ja der Mensch am Schalter eine Verbindung. Genau, so würde ich das auch sehen. Okay, also dann wäre es so, der Reisende gibt mir ein Ziel bei dem Schalter. Sorry. Aus mal so, ich habe jetzt verstanden und dann nennt der Schalter eine Route und der Reisende sucht dann die Verbindung aus oder wählt er sich dann? Er wählt eine. Okay. Und dann kauft er zu diesem Fahrschein einen Sitzplatz. Ach so, und das macht er wahrscheinlich mit dem Sitzplatz und die Reservierung des Sitzplatzes, die macht er wahrscheinlich dann zu dem Fahrschein. Ne? Okay. Wird so ein Schuh draus? Ich gehe die Schritte mal durch.
Also wir haben einen Reisenden, der gibt ein Ziel an dem Schalter. Dann nennt der Schalter eine Route dafür. Der Reisende wählt die Verbindung und kauft dann einen Fahrschein zu dieser Verbindung beim Schalter und reserviert sich einen Sitzplatz zu diesem Fahrschein. Und dann geht der Reisende zum Startbahnhof, steigt ein in den Zug, sucht sich einen Sitzplatz, zeigt seinen Fahrschein dem Schaffner bzw. Zugbegleiter, der diesen Fahrschein kontrolliert. Und schließlich steigt der Reisende aus am Zielbahnhof. Und dann sind wir da. Ich habe eine Frage zu 2. Ist der Pfeil nicht falsch rum? Bei 2? Ja. Also ich hatte verstanden, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass also der Reisende sein Ziel angibt und der Schalter dann dazu eine Route raussucht. Und ach so, okay. Alles klar. Vielleicht, also gut, dass du es fragst, vielleicht bringen wir hier hinten noch was rein und sagen, der Schalter, der sucht die Route, da war eben nämlich noch ein schönes Fachwort und da wollen wir ja immer hin. Alternativen. Im Kursbuch. Gehört dann vom Schalter zur Route nicht noch ein Verb dahin? Auf jeden Fall. Also Reisender geht hier an. Da steht ein End dran. Der Schalter nennt eine Route dem Reisenden. Ah, okay, alles klar. Okay. Ich würde mich jetzt fragen, was der Unterschied zwischen Route und Verbindung ist, wenn ich nicht Fachexperte sein würde. Ja, gute Frage. Ist da ein Unterschied? Route ist eine allgemeine Strecke und eine Verbindung ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie diese Route befahren werden kann. Okay, und stimmt es dann so, wie es hier ist, dass wir hier und da die Route haben und hier und da die Verbindung? Oder sollte es alles die Verbindung sein oder alles die Route? Sobald ein Kauf stattfindet, würde ich von der Route, von der Verbindung sprechen. Und also wenn, weil dann ist es halt eben manchmal bei Fahrscheinen ja auch sehr spezifisch, dass man dann halt eben nur bestimmte Zugverbindungen nehmen kann, die auf dieser ausgewählten Route fahren. Okay. Ich hätte auch die Route zeitlich unkonkret gesehen und die Verbindung zeitlich konkret. Also wäre dann vielleicht eine Verbindung, eine Route mit einer zeitlichen Festlegung und einem speziellen Zug, also einer Zugnummer zum Beispiel? Ich glaube, die Nomenklatur ist Kurs. Der Kurs ist die Summe aller denkbaren Verbindungen. Also das, was hier als Route heißt. Aha, jetzt kommen hier richtige Fahrexperten. Okay, sehr schön. Statt Route Verbindungen, also die Mehrzahl nehmen, was dann zurückkommt von Schalter zum Reisenden in Punkt 4. Ich finde es super, dass ihr da jetzt so tief in die Diskussion einsteigt und das will man natürlich auch machen mit so einer Domain-Story. Ich würde es jetzt trotzdem für den Abend hier erstmal abbrechen, weil wir nicht so viel Zeit haben, wie man in einem richtigen, echten Termin, wo man Domain-Storytelling macht, hat und ich euch noch ein bisschen mehr erzählen will. Aber ihr habt natürlich recht. Genau darauf will man einsteigen, genau das will man überprüfen. Was sind denn die genauen Worte? Ist es Route? Ist es Verbindung? Ist es Kurs? Nehmen wir in verschiedenen Schritten was Unterschiedliches. Das ist eben genau das, was wir ausschälen wollen. Und was eben interessant ist, ich habe schon gesagt, wir wollen eine Pure Domain Story machen. Hier taucht jetzt erstmal kein IT-System auf. Das IT-System, das wollen wir daraus bauen. Deswegen modellieren wir es hier nicht drin. Wenn man ein IT-System hier mit rein modelliert, ja, dann baut man immer nur das IT-System nach, was man schon kennt. Wir wollen hier erstmal das Problem verstehen, wo wir die Lösung bauen. Wenn ich jetzt aber ein abhängiges IT-System hätte? Sag nochmal, ein Abhängiges. Wenn ich aber ein abhängiges IT-System hätte, also nicht das, was ich bauen will, sondern eins, was beispielsweise der Schalterbeamte jetzt in dem Fall im Kursbuch nachgucken würde. Genau, dann und auch in anderen Fällen kann man durchaus hier ein IT-System reinmodellieren. Also ich zeige euch das mal hier. Wir haben durchaus als Symbol, jetzt geht es nicht, hier sieht man das, als Symbol für einen Akteur haben wir hier so ein IT-System.
Das kann man da auch mit unterbrechen, Domain Stories. Wichtig ist mir nur, damit würde ich nicht anfangen. Es geht uns erstmal, wenn wir die Domäne kennenlernen wollen, deswegen Domain Storytelling, typischerweise erstmal darum, die richtigen menschlichen Akteure und ihre Handlungen zu finden. Die IT-Systeme, die wollen wir bauen. Okay. Ich springe jetzt nochmal rüber, seht ihr jetzt? Was seht ihr jetzt? Immer noch, jetzt sehen wir das Buch. Jetzt seht ihr einen Buchtitel, genau. Ich will nämlich hier noch was erzählen. Also Domain Storytelling haben wir jetzt gesehen, wie eine Domain Story funktioniert. Ich will noch einen Schritt weitergehen. Was macht man jetzt damit? Und Domain Storytelling, da steckt das Wort Domain drin, in Domain-Driven Design auch. Domain Storytelling kann uns für DDD helfen an unterschiedlichen Stellen. Und wenn ihr DDD kennt, dann kennt ihr diese Worte hier vielleicht. Ich erzähle sonst aber gleich auch, was das ist. Strategic Design ist DDD im Großen, also wie kriege ich meine große Domäne strukturiert. Ubiquitous Language, da geht es darum, dass wir die Fachsprache auch im Code haben wollen, die Sprache allgegenwärtig verwenden. Dafür hilft uns Domain Storytelling ganz offensichtlich. Die ganzen Worte, die wir gefunden haben, sind ja Fachworte. Und taktisches Design ist, wie mache ich Softwarearchitektur im Kleinen? Also wie sieht mein Domain-Modell aus? Auf Strategic Design und Tactical Design, da gucken wir mal drauf. So, nur das, meine Folien wollte ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen. Ja, also, wenn wir hier nochmal auf unsere Leasing-Story schauen, stellt sich jetzt dann eben die Frage, wie bauen wir dafür Software? Also wenn wir hier zurück gucken auf unsere Story, wenn wir zurückgucken auf unsere Story, dann sehen wir da viele Fachworte. Und klar, wir sind ja alles Entwickler, wir wollen am Ende irgendwie ein Programm dafür entwickeln. Ja, und Design und Domain, da kommt eben DDD ins Spiel. Domain-driven Design oder wie wir Alten gerne uns auch vertippen, Domain-Driven Design. Und was ist die Grundidee davon? Die Grundidee von DDD, von Domain-Driven Design, ist, dass wir sagen, wir bauen die Software so, dass sie rauswächst aus der Domäne. Also die Software soll nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern aus der Domäne herauswachsen. Und wir wollen die Domäne, wir wollen die Software als Spiegelung unserer Domäne bauen. Also wir wollen die Arbeitsgegenstände, die wir da finden, in der Software abbilden, die Strukturen, die Sprache damit unterbringen. Das heißt also, wir nehmen die Arbeitsgegenstände, die finden wir ja in Domain Stories eben auch, und modellieren die in Software, bauen uns ein Modell. Und wie funktioniert das mit diesem Domain-Modell bauen? Also wie funktioniert das, aus einer Domain Story Code abzuleiten. Da gibt es als Faustregel Folgendes oder als Daumenregel Folgendes. Wir schnappen uns hier die Work Objects und daraus machen wir Klassen. So, wenn wir hier überlegen, was sind zentrale Work Objects, was ist das zentrale Work Object? Das ist sicherlich der Contract, der Leasing-Vertrag. Und also ich habe gesagt, aus einem Work Object machen wir Klassen, also machen wir hier eine Klasse Contract aus diesem Ding. Aus. Das ist die Faustregel Nummer 1 und die Faustregel Nummer 2 ist, wir nehmen dann die Activities, die Aktivitäten und machen daraus Methoden. Also hier Sign und Vote machen wir hier Methoden raus, unterschreiben und votieren. Und dann kriegen wir sowas hier, ein Domänenmodell mit reichem fachlichen Verhalten. Also wie man sich das in DDD oder auch klassische Objektorientierung vorstellt. Das kann man dann in Java implementieren und dann sieht es irgendwie so aus. Hier sieht man, was Ubiquitous Language bedeutet. Wir nehmen wirklich die Fachsprache in den Code rein. Eine Klasse Contract, Methoden Sign und Vote und hier sehen wir Sign Date, Vote Result. Das sind auch Worte aus der Fachlichkeit, die wir da haben. Mehr oder weniger so die grundsätzliche Idee von Objektorientierung, nämlich wir nehmen die Objekte aus dem richtigen Leben und machen daraus Objekte in der Software.
wenn ihr euch das genauer angucken wollt, in diesem Beispiel Leasing Manager ist so ein Spielbeispiel von mir, ein Lehrbeispiel von mir, wie man sehen kann, wie man tatsächlich diese Domäne exemplarisch implementieren kann. So, das Interessante ist, dass das noch nicht ausreicht. Das Problem ist nämlich, wenn wir uns so ein Fachmodell bauen, dann wird es wachsen und wachsen. Hier so eine Klasse Contract, die wird nicht nur signieren und votieren haben, sondern da sind 10 Millionen andere Dinge, die auch noch passieren. Wir wollen den Vertrag verlängern, wir wollen ihn beenden, wir wollen ihn an Refinanzierer verkaufen und. Und dieses Ding wächst und wächst und wächst und wächst. So, die Hoffnung, die man erst hatte, ist, ich baue das eine Modell und damit schlage ich alle Probleme für alle Zeiten tot. So, die Wahrheit ist aber eine andere. Ja, traurige Wahrheit, muss ich euch da kundtun. Dieses eine Modell, was wir uns da erhoffen, das ist gar nicht das eine Modell, sondern typischerweise sind es mehrere miteinander vermischte Modelle. Mehrere miteinander vermischte mentale Modelle. Wir bauen uns da nämlich so einen Big Ball of Mud, wenn das über die Zeit wächst. Ja, oder Monolith ist das andere böse Wort, was wir da hören. Oder mit anderen Worten hier das Grauen, was wir da bekommen. Ja, und deswegen möchte ich an der Stelle auch hier den seligen Karl Lagerfeld zitieren, der hat mich auch gesagt, wer ein unternehmensweites Modell einsetzt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So, ne, das eine große unternehmensweite Modell ist problematisch. Jetzt werden einige Kollegen sagen, echt, Lagerfeld hat ja über Domainmodelle geredet. Ich bin nicht so ganz sicher, vielleicht hat er auch was über Jogginghosen gesagt. Es stimmt nichtsdestotrotz. Unternehmensweite Modelle sind problematisch. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil das Ding zu komplex ist. Das ist so groß, dass wir das nicht auf einmal in unser Hirn reinkriegen. Das ist riesengroß. Und ein Modell, was man nicht auf einmal verstehen kann, das ist problematisch. Das führt zu verschiedenen Problemen. Hier so Whack-a-Mole-Issues, also ich soll eine Änderung am System machen und dann drehe ich hier an einem Zahnrad und dann wackelt es hier oben, da kommt der Maulwurf raus. Dann drehe ich da am Zahnrad und dann zappelt es hier. Und das passiert allen Systemen, die eine gewisse Größe überschreiten. Dass sie eben, je größer sie werden, desto fehleranfälliger werden. Und das ist natürlich doof. Und jetzt, wenn wir über Modelle reden, was ist denn eigentlich so ein Modell? So ein Modell, das ist ein Werkzeug, um die Welt zu verstehen. Also ein Domänenmodell. Was meine ich damit? Das ist die Welt, die wollen wir in unser Gehirn reinkriegen. Das Problem ist aber, die Welt ist viel größer als das Gehirn. Und deswegen versuchen wir nicht, die Welt im Ganzen zu verstehen, sondern wir bauen uns ein Modell von der Welt und verstehen nur das. Eine Abstraktion machen wir da. Wir nehmen nur die wesentlichen Eigenschaften raus aus der Welt und die anderen lassen wir weg. Machen wir mit der Welt. Ein Globus ist ein Modell für die Welt. So Landkarten sind andere Modelle für die Welt. Und DDD, strategisches Design, sagt uns jetzt, das Gleiche wollen wir mit der Domäne auch machen. Das heißt, wir bauen uns nicht nur ein Domänenmodell, sondern wir bauen uns mehrere Domänenmodelle. Und wir erinnern uns eben, Domänenmodell heißt Klasse. Wir werden uns jetzt nicht mehr nur eine Klasse Leasing-Vertrag bauen, sondern mehrere. Oha. Also, lasst uns mal drauf gucken zu unserer Domain-Story. Wie macht man das damit? Strategisches Design. Wir können jetzt versuchen, hier verschiedene Bereiche zu finden. Hier so ein Bereich Sales und da so ein Bereich Risikomanagement, also unterschiedliche Subdomänen, die große Domäne besteht aus unterschiedlichen Subdomänen. Und daraus leiten wir jetzt ab, wir wollen nicht ein großes monolithisches System bauen, sondern wir wollen mehrere kleine Teile bauen für das System. Zwei Module hier. In DDD nennen wir das einen Bounded Context, aber das ist erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist also, wir schauen, wo ist die Fachlichkeit aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche, in unterschiedliche Subdomänen, die große Domäne in Teildomäne aufgeteilt und pro Teildomäne machen wir ein Softwaremodul. Kann in Java zum Beispiel ein Package sein innerhalb eines Programmes. Kann aber auch sein, dass wir zwei Microservices nebeneinander stehen.
So, das heißt also, wir werden nicht mehr nur ein großes Domainmodell bauen für den Vertrag hier, nur eine Klasse Vertrag bauen, sondern wir werden mehrere Klassen Vertrag bauen. Das ist eine krasse Forderung, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Das ist das, worum es in Microservices am Ende geht. Das ist das, worum es in strategischem Design am Ende geht. Empfehlung, wenn ihr das noch nicht getan habt, setzt euch damit mal auseinander. Sehr spannend. Wichtiger Punkt nämlich, wir nehmen dasselbe Ding hier, das eine Ding in der Wirklichkeit und modellieren das nicht nur mit einem Domainmodell, mit einer Klasse Contract, sondern wir sehen dasselbe Ding auf der Wirklichkeit und modellieren das in unterschiedlichen Modulen. Und dann ziehen wir so eine Grenze darum und hier finden wir das wieder, was wir eben in der Domäne gesehen haben. Wir haben hier oben einen Bereich Sales und unten einen Bereich Risk Management. Und für beide bauen wir unterschiedliche, voneinander getrennte Stücke Software. Einen Bereich Sales, einen Bereich Risk Management, zwei Module. Ja, so ein Bereich, den nennt TDD ein Bounded Context. Nochmal zum Nachschlagen, wenn man den Begriff hinterher haben will. Und im Prinzip schneiden wir damit auf unsere Domäne. So, jetzt machen wir das auch nochmal. Jetzt gucken wir nochmal zurück auf unsere, wenn ich das wiederfinde, auf unser Fenster. Jetzt seht ihr nochmal die Domain Story, die wir vorhin zusammengebaut haben, richtig? Okay, ja, gerne nochmal Mikro an und dann die Frage an euch, wo sehen wir denn hier so eine Kontextgrenze? Wo sehen wir hier unterschiedliche Bereiche? Ich hätte aber die Frage der Zeitlesen abfolgen. Nochmal, Entschuldigung, jetzt haben zwei parallel gesprochen, zwei Kollegen. Ja, also die zeitliche Abfolge und Gleichzeitigkeit von Dingen, die würde ich jetzt hier beleuchten. Mhm. Also ich sehe da auch Entschuldigung. Es gibt ja hier mehrere Aktoren und die haben im Prinzip immer zu einem Zeitpunkt immer was zu tun, also beide zu gleicher Zeit. Ich sehe den Schalter und den Fahrbetrieb. Okay. Was wäre im Schalter drin? Der Verkaufsbereich, also Routenberatung, Verkauf des Tickets, Ticketreservierung und dieselben Dinge wie Reservierung und tauchen dann im Fahrbetrieb nochmal auf, teilweise. Ich finde das ganz schön viel, was du da gesagt hast. Deswegen schreibe ich das mal einzeln auf. Also ein guter Kontextname ist oft so ein substantiviertes Verb, also da wird ausgedrückt, was da drin passiert. Du hast jetzt gesagt, zum Beispiel Kauf und Reservierung und Routenauswahl. Das ist im Wesentlichen der Inhalt des Verkaufsgespräches. Mhm. Welche Schritte wären da alle drin? Wenn man es kleiner machen will, zuerst das Raussuchen der Verbindung mit Angabe des Ziels, der Route-Verbindung und Angabe des Datums und so. Und okay. Danach quasi den Fahrscheinverkauf mit Reservierung, würde ich sagen. Okay, wie würdest du das erste Ding nennen? Planung, Fahrtplanung oder Routenplanung oder so. Okay, und ich habe verstanden, da hast du diese Schritte drin, richtig? Ja. Okay, und dann hast du gesagt, Kauf, was ist da drin? Ich würde sagen, auch die Reservierung des Sitzplatzes. Okay. Was ist mit diesem Schritt hier rechts? Gehört mit zur Planung. Okay. Und was ist mit den anderen Schritten? Ja, das ist ja dann die Reise.
Okay, ist das ein großes Ding, Reise? Ohne das Fahrtschein zeigen. Okay. Was ist das Fahrschein zeigen? Vielleicht Kontrolle. Okay. Die Legitimation. Okay, Kontrolle, Legitimation. Was wollen wir nehmen? Okay, ich höre nichts, dann nehme ich Kontrolle. Okay. So, sehr schön. Da kann man jetzt sicherlich noch... Ich würde vermutlich das Kursbuch noch rausziehen und daraus auch eine eigene Domain machen, weil die geht nachher sicherlich dann auch für diverse andere Planungen noch. Okay. Wie würdest du das nennen? Da fehlt mir jetzt das Fachwissen aus dem Bahnbereich. Irgendwie Routenmanagement. Okay. Was hältst du von Routensuche? Weil das hier gerade dann passiert. Bei Management bin ich immer vorsichtig. Ja. Mhm. Manager kann immer alles sein. Und nichts machen. Okay, aber finde ich super. Also finde ich auch interessant, könnte man sicherlich rauslösen. Auch an anderer Stelle kann man sicherlich drüber reden. Also eben macht man Kauf und Reservierung in einem oder ist die Reservierung noch was Eigenes? Kann man sicherlich auch drüber streiten. Aber auf jeden Fall super, was wir hier erstmal für einen Domänenschnitt gefunden haben. Und daraus würde man jetzt ableiten und sagen, ich baue mir verschiedene Teile Software. Ich baue ein Modul für den Kauf und ein Modul für die Planung und ein für die Routensuche statt eines monolithischen Systems, statt eines Big Ball auf dem Markt. Und für die Kontrolle verbaue ich vermutlich sowieso nochmal ein ganz eigenes System. Die Software, die auf so einem Handscanner läuft, die dann ein Schaffner bei sich haben kann. Okay. Super. Sehr schön. Super. Genau. Jetzt ist es schon 7:45, deswegen glaube ich, machen wir heute hier nicht mehr Bring Your Own Domain, können wir vielleicht im Nachklapp noch machen. Wenn man mehr Zeit hat, kann man sich das noch anschauen. Ich will jetzt eher zum Ende kommen. Ihr habt mir ja schon eine ganze lange Zeit zugehört. Was gibt es sonst noch zu sagen zu Domain Storytelling? Wir haben gesehen, für Domainmodell ableiten, also wie implementiere ich meinen Code eigentlich? Und strategisches Design, also aus welchen Modulen baue ich meinen Code, meine Architektur aus? Kann es Domain Storytelling helfen? Was gibt es mehr zu sagen? Einmal, dass es unterschiedliche Modi gibt. Es gibt einmal einen moderierten Modus, das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Einer steht vorne und lässt sich erzählen, wie es funktioniert und malt es auf. Mehr Spaß macht es natürlich noch, wenn man es kooperativ macht. Das ist in Corona-Zeiten schwierig, aber dann kann man hier zusammen um so ein Whiteboard herumstehen oder ein Flipchart und zusammen modellieren hier. Dann kann man zusammen Zettel ankleben. Und das hier passiert natürlich trotzdem immer, irgendjemand guckt aufs Handy. Aber das macht natürlich mehr Spaß, wenn alle zusammen da dran was machen und man das notiert. Es gibt verschiedene Werkzeuge, die man einsetzen kann. PowerPoint habt ihr gesehen, naja, für so einen Vortrag ist es okay, da mal eine Domain-Story aufzumalen. Für die Workshop-Situation ist das nicht so gut geeignet. Ein Whiteboard kann man auch nehmen. Dann nimmt man gerne so Klebezettel. Ist gar nicht schlecht. Da kann man die Work-Objects draufmalen und die Akteure draufmalen. Und wenn es Klebezettel sind, kann man sie leicht hin und her schieben. Refactoring ist einfach. Und hier die Activities, die kann man dann wegwischen und neu malen. Dadurch kann man das hin und her schieben. Auch gut machen. Was hier auf so einem braunen Papier natürlich nicht so gut geht. Ja, das sind die analogen Werkzeuge, digitale Werkzeuge. Da gibt es natürlich auch digitale Whiteboards. Hier sowas wie das Surface Hub zum Beispiel. Heute in Corona-Zeiten ist eher sowas wie Miro dafür interessant.
Miro ist eine Sache, die man nehmen kann. Zum anderen, sowas ist auch interessant. Also irgendwie Tablet mit Stift macht auch Spaß. Oder das, was ich euch eben gezeigt habe, das ist dieser, so ein Modeler. Ist hier so eine Open-Host-Software, die man auf GitHub finden kann. Der Domain Story Modeler. Ja, wenn ihr euch für weiteres interessiert von Domain Storytelling, ist das natürlich nur ein Überblick, den man in so einer kurzen Zeit sich angucken kann. Domain Storytelling.org ist die Seite, die man, wo man mehr dazu lesen kann. Und wenn ihr ein richtiges Buch lesen wollt, hier Domain Storytelling, A Collaborative Modeling Method von Stefan und mir ist in der Schreibe. Wenn ihr irgendwo mal auf Papier unterwegs seid, dann kriegt ihr, kann man auch sowas hier finden. Ist im Moment schwer zu kriegen. Auf Konferenzen kriegt man das leicht. Dieses Buch ist noch nicht fertig. Ist im Moment in der Schreibe. Kann man bei Leanpub kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr Leanpub kennt. Normalerweise kostet es $15. Für euch kostet es aber nur 10. Wenn ihr jetzt dieses Ding hier abfotografiert, dann gibt es so einen, gibt es einen Rabatt dafür. Wenn wir über Literatur reden, es gibt noch ein weiteres Buch, was tatsächlich gerade heute rausgekommen ist. Das nennt sich Visual Collaboration Tools. Da werden alle möglichen Tools angeguckt. User Story Mapping, Event Storming und eben auch Domain Storytelling. Hier sieht man den Link dahin. Aber wenn man Visual Collaboration Tools googelt, findet man das auch. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ist das Ding in der Praxis eingesetzt, Domain Storytelling, aber was bedeutet das am Ende auch im Code? Kneezing Ninja habe ich euch genannt. Das wäre vielleicht was zum Weiterlesen. Und ja, damit bin ich fast am Ende. Ja, den Swag kann ich euch leider nicht in die Hand drücken. Die guten Aufkleber, deswegen sage ich einfach so, vielen Dank und Happy End, das war's. Und Dankeschön.